Dieser Kopf hat mich fast umgebracht. Du sagtest doch, ich sei unzerstörbar. Ich sagte, beinahe unzerstörbar. Sie sind immer noch ein Mensch. Dann mach, dass das aufhört. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Das, was ich sage, an die Arbeit. Ja. Danke, Swim Elements, für diese sehr wichtige Information. Genau, sehe ich auch so. Du brauchst einen neuen, eine neue Schulter zum Vollholen, da der Upload nicht funktioniert. Nein, weil meine Schulter irgendwie verletzt ist. Hier arbeiten die Typen also. Wow. Wenn Hammerhead das Ding in die Finger kriegt, haben wir echte Probleme. Und ich bin auch nicht traurig, ich bin eher wütend. Also ich brauche mehr, sehr viel Benzin. Sehr viel Benzin, um die abzufackeln. Das ist keine Trauer, ich habe diese Wut in mir. Dankeschön, Jumper. Wird schon wieder. Ich bin nur gestern fast auf die Fresse geflogen, aber... Das ganze Zeug gehört, Sable. Ja, aber das meiste ist im Ausland. Was denkst du gerade, Boss? Ich denke daran, dass sie die Stadt in nur ein paar Tagen übernommen hat. Du meinst damals bei der Teufelsatem-Sache? Soll ich mal reinschauen, was los ist? Messer zu... Nein! Eigentlich nicht. Nee. Mit der richtigen Lass mal. Ausrüstung. Bitte nicht. Wir haben die Grabdinger. Nicht gut genug. Wenn wir die besten Sachen wollen, brauchen wir sie. Ja, okay. Und wie kriegen wir sie? Klaut weiterhin ihr Zeug. Sie wird herkommen. Falls du es nicht abfangen können, daher schmerzt die Schulter. Im Grunde ja. Deswegen ja. Ich bin Fahrrad gefahren, denn es war dunkel. Ich hatte eine Lampe dran, aber die Batterie ist ausgegangen. Deswegen hatte ich dann kein Licht mehr und da war dann halt auf dem Boden so ein, weiß ich nicht, abgesägte kleine Stämme, die ich halt nicht mehr gesehen habe. Ja. Und dann bin ich dagegen geknallt und fast übers Fahrrad geknallt, aber dann ist der Lenker schön an meine Schulter geknallt und mein Knie tut auch weh. Ja. Ich muss mir eine neue Lampe holen, weil irgendwie frisst die Batterien ohne Ende. Die habe ich erst neu reingemacht. Ja. Und die ist dann mitten ausgegangen. War sehr toll. Das war sehr toll. Ein toller Ausflug. Nur um was zu essen zu holen. Ja. Dieses Jahr meint's nicht gut mit mir. Handylicht. Nee. Naja, das ist ja mitten beim Fahren ausgegangen. Da konnte ich halt nichts mehr machen. Und der Weg war halt mehr, ja, nicht so mit Steinen, sondern eher so, ja. Ich weiß nicht, warum die das als Fußgänger- und Fahrradweg machen, aber gut. Klingt, als wäre was hinter der Mauer. Ich bin ja dann angekommen, aber das war halt scheiße. So in dem Moment kannst du ja gar nicht reagieren. Du siehst ja nicht, was auf dem Boden ist. Und ich hab's auch nicht gesehen. Es muss einen Ausgang geben. Dann bleib mal stehen und schieb. Das ist doch mitten... Wie soll ich dir das denn erklären? Das passiert einfach. Es ist einfach passiert. Ich bin gefahren, dann ist das Licht ausgegangen und in dem Moment... Bam. Also, da kann ich nicht stoppen und dann schieben, wenn das direkt in dem Moment passiert. Danach musste ich ja schieben. Aber es ist genau in dem Moment passiert, deswegen... Achso, also Kellen, das Licht ist aus, wir gehen nach Haus. Ich bin ja dann dahin gelaufen zum Einkaufsladen. Aber es ist mitten auf dem Weg dann passiert. Ich konnte da leider nicht dann mehr reagieren. Ich bin froh, dass ich nicht rübergeflogen bin übers Fahrrad. Hat mir trotzdem wehgetan. So schnell konnte ich da leider dann nicht reagieren. So schnell wie das aus war, waren dann auf einmal diese Dinger da im Weg. Das war richtig scheiße. Aber es ist gut, dass meine Schulter es abgefangen hat. Wäre schlimmer gewesen, wenn ich jetzt rübergeflogen wäre übers Fahrrad. Skoma, hey, mein Internet ist scheiße. Schon wieder. Immer wenn ich streame, ist komisch. Endlich mal wieder ein spoilerfreies Spiel. Yay. Wie geht's dir, Skoma? Oder? Kann ich hier rein in die Kapsel? Projekt Olympus. Diese Kapseln brauchen viel Elektrizität.
Deswegen zapfen sie wohl die U-Bahn an. Ich sage doch, ich habe die Dinger nur gebaut. Ich habe sie nicht entwickelt. Wir haben wohl den Falschen. Positiv gesehen, eine erste Versuchsperson. Nein! Nein! Nicht einschalten! Bitte, gebt mir ein paar Minuten! Ich kriege das hin! Na, das höre ich doch gern. Nach oben oder nach unten? Ich würde mal sagen, nach oben. Stream weiter! Ich habe kein Problem damit. Was machen... Oh mein Gott, was machen die mit ihr? Wollen die sie... Was? Die bohren an ihr rum? Ah, jetzt ist sie bestimmt richtig. Oh mein Gott. Bam, ja. Gib's ihm. Schulter und Ruth darüber schiebt. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Du hast mich gesucht. Ja, klar. Wir wollen dich in unseren Harem aufbauen. Weil ich dich brauche. Ja. Ich arbeite allein. Das habe ich auch mal gesagt. Ich weiß, was in Symkaria passiert. Ich weiß, warum dir das so wichtig ist. Das glaubst du nur, aber du weißt es nicht. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Pass auf, ich weiß, wie man das Monster erledigt, aber ich schaff's nicht. Ich meinte Schultern und mehrere. Ja, also ist, bevor Zulatsu das sagt, genau. Mehrere. Hast du schon mal korrigiert, sehr schön. Oh mein Gott. Okay, hier ist der Plan. Ich nehme. Ah, schön. Guter Plan. Ja, ich mag das. Ich mag sie. Ich mag sie zwar, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor ihr. Muss ich einfach. Also die möchte ich nicht als Feind haben. Ja komm, wir verprügeln sie zusammen. Tag Team! So mag ich das, wenn wir zusammenarbeiten und ich nicht auf die Fresse bekomme. Schön, dich mal auf meiner Seite zu haben. Ja, finde ich auch. Okay, dann halte ich ihm die Klappe und kämpfe. Zicke. Was wollt ihr denn machen, wenn ich auf dem Boden bin? War es schon fetten? Ja, ich geb's euch jetzt. Achso, der klebt schon fest. Hey, ich hab alles aus Filmen. Wir sollten uns austauschen. Alles aus Filmen, dann wäre ich jetzt auch Jet Li 2. Das hätte ich niemals gesagt. Schade, aber da ist dieses Problem mit geistigem Eigentum. Sie will wissen, wie man die Netze benutzt? Okay, ich würde mich auch interessieren, wie das sich so anfühlt. Alle voll zu kleben. Das klingt falsch, wenn man das so sagt. Und ich bin gleich tot. Hey Sable! Keine Toten, okay? Doch, wir töten sie alle. Sagtest du? Graber? Ja, viel besser als der richtige Name, oder? Was? Okay, wir brauchen mal Hilfe. Die haben hier so viele Unterstützung, dann muss ich mir jetzt auch Unterstützung holen. Wow, was mache ich hier?
Haben wir es jetzt? Ne, da oben ist noch einer. Yeah, so als Tag-Team-Partnerin super. Weil Selina Eliza sonst mit sehr viel Essen verwöhnt. Ja, das stimmt. Woo! Yeah! Okay, das ist mega nice. Ich glaube, wir könnten alle fertig machen, wenn wir zusammenarbeiten. Wahnsinn! High five! Du sagtest, du kannst Hammerhead schlagen. So eiskalt, Manno! Hey, du hättest einschlagen müssen. Warum hat Els nicht eingeschlagen einfach? Das wäre mega lustig. Hier drin sind seine Kranken. Sein Kopf. Ja, hauptsächlich über die Platte. Ist denn doof. Carbonstahl. Ja, super stark. Empfindlich gegen Hitze. Okay, dieser Moment gerade, diese Zeitlupe. Dass ich tue, was du mir sagst. Ich melde mich. Ja! Au. Aber okay. Die ist so cool. Okay, ich mag sie sehr. Ich finde die auch sehr cool. Ich mach's bei dir, Arbeit, während ich auf Sables Anruf warte. Hey, was ist das? Wenn Spider-Man von der Decke hängt, ein High Five macht, ist das dann der berühmte Low Five. Oh, ich fand das aber gerade mega lustig. Achso, Entschuldigung. Mission verlassen. Was für Hinweise? Bin ich gerade blind? Du verlässt die Mission, okay. Da oben aber. Was ist mit den ganzen gelben Sachen? Ist das von irgendeinem Straßenkünstler? Okay, ich muss das wahrscheinlich hier verfolgen. Oh. Mein Polizeibericht. Anscheinend wurde jemand bei einem Überfall getötet, aber es wurde nichts gestohlen. Was ist mit dem Audiorekorder? Sie leiden also unter Arbeitsbedingungen. 1 von 9. Stress. Dann sind Sie hier richtig. Das ist mein Spezialgebiet. Habe ich gehört. Beschreiben Sie mir genauer, wie Sie sich fühlen. Ich schätze, ich setze mich selber sehr unter Druck. Ich will immer der Beste sein und mein Boss ist sehr anspruchsvoll. Was machen Sie beruflich? Lol. Sie stehen hier unter Schweigepflicht, richtig? Natürlich. Gut, denn wenn irgendwas diesen Raum verlässt, sind Sie tot. Auf der Akte steht 1 von 9. Da musst du Therapie. Es muss in der Stadt noch mehr davon geben. Hier sind ein paar GPS-Koordinaten. Ich liebe ja Schatzsuchen, aber irgendwas sagt mir, dass ich da nirgendwo eine Truhe voll Gold finden werde. Okay, die Aufgabe werde ich machen. Weil es mal was anderes. Das können wir gerne machen. Vielleicht muss ich es sogar machen. Achso, das ist der Umkreis hier. Die Visitenkarte der geheimnisvollen Person. Noch ein Polizeibericht. Und noch ein Audiorekorder. Hey Peter, nur dass du es weißt, ich habe das Haus nicht verlassen. Ziemlich überwältigend, was? Wie schaffst du das? Ich meine, du kannst ja nicht überall sein. Weißt du noch, was May immer sagte? Hilfst du einem, hilfst du allen. Ja, aber ich habe nie verstanden, was sie damit meint. Okay, weißt du noch, die Frau, die mit ihren beiden Kindern ins Feast kam? Die zwangsgeräumt wurde? Ja. Als sie wieder einen Job und eine neue Wohnung hatte, sagte sie, sobald mein erstes Gehalt da ist, spende ich so viel wie möglich an dieses Asyl.
Also, wir helfen ihr, jetzt hilft sie anderen. Helfen wirkt wie ein Multiplikator. Ganz genau. Bin wieder da, Venno. Willkommen zurück. Die Tollste. Ich schicke dir eine Adresse, sobald ich hier fertig bin. Also halt dich bereit. Und bring diese Netzschießer mit. Endlich! Das kommt mir bekannt vor. Der letzte Aufenthaltsort eines Magier-Informanten, der vor ein paar Monaten verschwunden ist. Haben Sie mir gerade gedroht? Wir sollten die Sitzung beenden. Sorry, Doc. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin etwas paranoid. Wie gesagt, stressiger Job. Okay. Erzählen Sie mir mehr von Ihrer Arbeit. Wie sieht Ihr Alltag aus? Alltag. Ich wache auf und schaue auf mein Telefon. Der Boss sagt mir, um wen ich mich kümmern soll, dann frühstücke ich. Ich probiere gerade diese Keto-Diät aus, wissen Sie? Dann führe ich den Auftrag aus. Manchmal muss ich dann nach Hause und mich waschen. Nachmittags mache ich öfter Sport, danach Abendessen. Entschuldigung, ein Moment bitte. Was heißt den Auftrag ausführen? Ich töte, wen mein Boss mir aufträgt. Ich bin ganz gut darin. Du bekommst einen Döner? Oh, wie cool. Du hast ja lange keinen mehr gegessen, ne? Der Typ klingt wie ein Handlanger der Magier. Ja, das merkt man auch irgendwie. Teil der Geschichte zu sein. Ich sollte nach weiteren solchen Orten suchen. Ich müsste nah dran sein. So, jetzt muss ich die Rohre hier finden. Wer auch immer diese Orte herrichtet, mag die Farbe gelb. Oder auch nicht. Diesmal ist es was anderes. Wie hat man das jetzt hinbekommen? Frage ich mich jetzt. Wie hat man das jetzt hier befestigt? Noch ein Bericht über ein Verbrechen. Hören wir mal, was der Rekorder zu bieten hat. Und was denken Sie, Doc? Klinisch gesehen sind Sie ein Soziopath. Sie bereuen Ihre Taten nicht, Sie lösen auch keinen Stress aus. Ich bezweifle, dass Sie glauben, da war nur Gemüse, das war falsch. Und meine Sis? Warum sind Sie also heute wirklich? Ah, okay, cool. Sie sind schlau, das gefällt mir. Okay, kommen wir zur Sache. Tun Sie, was ich sage, dann lasse ich Ihre Familie leben. Wow. Kommen wir zur Sache, okay? Ich weiß, warum Sie hier sind. Als Sie reinkamen, wusste ich sofort, wer Sie sind. Und ich weiß noch etwas. Bevor ich irgendetwas für Sie tue, werden Sie etwas für mich tun. Also das kam überraschend. Diese Tatorte sehen alle wie getarnte Magierverbrechen aus. Und wenn der Typ auf dem Band ein Magierhandlanger ist, dann hat er vielleicht diese ganzen Leute getötet. So. Ich bin bereit. Komm zu meiner Basis. Ich wollte schon länger fragen, wie kannst du eine Basis in der Stadt haben, von der ich nichts weiß? Okay. Ja. Bis bald. Warum lebt sie immer mittendrin auf? Ja, die will mit dir nicht reden. Gar keine Absicht, sondern wir wurden unterbrochen. Dann wartet sie vielleicht auf einen Rückruf. Nee, wartet sie nicht, glaub mir. Haben mehr auf ihrer Handykarte. Ja. Ich meine, sie nutzt vermutlich internationales Roaming und das ist echt teuer. Was redet ihr da? Sie musste ganz dringend ihre Waffen polieren. Oder es ist ganz einfach. Die offensichtlichste Erklärung dafür ist, sie hasst mich. Ja, das würde ich auch so sagen. Logik verdirbt einem echt jeden Spaß. Aber interessante, interessante Denkweisen, die er hat. Viel Absperrband und Ausrüstung an diesen Tatorten. Wer auch immer das war, hat Zugriff auf dieses Zeug. Hier ist jemand zu Tode gestürzt. Man hielt es für einen Unfall, aber stimmt das? Auf der letzten Aufnahme hat der Therapeut den Spieß umgedreht. Da sind Sie ja. Setzen Sie sich. Haben Sie das,
Das sollte ihr Kapitalproblem beheben. Okay, das tut es allerdings. Danke. Also, ich nehme an, Sie sind hier, weil ich einige Polizeibeamte behandle. Da liegen Sie richtig, aber mein Boss und mich interessiert nur eine Patientin. Um wen geht es? Captain Yuri Watanabe. Oh, Yuri. Shit. Was hat sie damit zu tun? Ich fürchte mich vor dem Ende dieser Geschichte, aber ich muss dranbleiben. Oh, shit. Okay. Es wird interessant. Sowas mag ich. Solche Aufgaben finde ich cool. So immer mehr Spannung aufbauen. Die Sachen finden. Beziehungsweise finden eher nicht, aber die sind ja schon markiert. So. Es muss hier in der Nähe sein. Noch etwas für mich. Oh, jetzt habe ich den falschen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Falscher Knopf. Wie ist der da hingekommen? Ach du Scheiße. Die Polizei hielt dies für einen Selbstmord. Oh. Yuri hatte Zweifel. Das Opfer, die malen an der Wand, malen die sowas auch ran, oder was? In der Aufnahme haben sie über Yuris Krankenakte niemals gesprochen. Hier ist Captain Watanabes Akte. Das ist bestechlicher Therapeut. Ja. Haben Sie Sitzungen von ihr aufgezeichnet? Nein, ich zeichne Sitzungen nie auf. Das wäre unethisch und illegal. Was er macht, ist auch illegal. Ich möchte Sitzung aufzeichnen und mein Boss hat eine Liste mit Fragen, die Sie stellen sollen. Haben Sie damit ein Problem? Nein, kein Problem. Ich sollte mir das wohl nicht anhören. Aber ich... Der steht da vorne. So ungefähr. Also der Therapeut hat jetzt die Aufzeichnungen von Yuri und hat ihr bestimmte Fragen gestellt. Sie ist wahrscheinlich jetzt auch noch in Gefahr, ne? Also sowieso. Celador, schönen guten Tag. Ist noch Tag, ne? Ja, fast. Abend. Wie geht's? Ui, wartet mal. Okay, ich hatte gerade nur 100 Uploads. Ja. Wenn gleich Twitch wieder abstürzt, also meine Seite, ihr wisst Bescheid. Echt toll. Der Tag geht, das Wochenende kommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich habe Hunger, mein Magen knurrt. Whee! Ah, es sieht so schön hier aus. Ja, aber nur fast. Ach da. Spider-Man, mach ein Netz. Ich hoffe, dass der dich hinterlassen hat, seine Gründe hatte. Da sind dein Bericht und dein Rekorder. Nein, ich... Blöd, Mann. Hat so. Mir erzählt, dass hier jemand ertrunken ist. Es kam mir verdächtig vor, weil das Opfer hervorragend schwimmen konnte. All diese Berichte stammen aus den letzten 12 Monaten. Aber letzten... 784 Dosen. Nee, lass mal, ist mir zu viel.
Hat Yuri mir all diese Aufnahmen hinterlassen? Okay, Yuri, machen wir weiter. Denken Sie immer noch so zwanghaft an diesen Verdächtigen? Ja, manchmal fühlt es sich an, als hätte ich ihn fast. Und manchmal so, als würde ich ihn niemals kriegen. Machen Sie auch Ihre Atemübungen? Ich versuch's. Aber? Ich weiß, wer er ist. Und wo er ist. Und ich weiß, was er getan hat. Aber ich kann nichts tun. Nicht ohne rechtlich verwertbare Beweise. Das muss frustrierend sein. Sie haben ja keine Ahnung. Anscheinend nimmt Yuri an, dass der Typ auf dem Band all diese Leute umgebracht hat. Ich glaube, sie könnte recht haben. Okay. So, die nächste Aufnahme ist hier oben. Kaffee, Taurin und Mor... Was? Nein, nicht so viel, mein armes Herz. Whee. Das letzte DLC. Ich werde es ein bisschen vermissen, ehrlich gesagt. So dieses Umherschwingen. Und der Gegner ist Hammerhead, oder? Ja. Genau. Ist das Konsole? Ja. Gibt's doch nur auf der Konsole. Ich muss ganz nah sein. Wenn es laggen sollte oder so, das liegt nicht an der Konsole. Das ist mein Internet gerade. Hat schon den ganzen Tag mal wieder Probleme. Leider. Komm her! Willst du meiner Oma oder vielleicht nächstes Mal? Rufst du denn hier? Und wieder das typische Gelb. Der Rekorder muss hier irgendwo sein. Ups, tut mir leid. Mal was Schweres. Das ist noch ein Polizeibericht. Okay, komme ich da irgendwie hoch? Ich glaube, hier gab es einen Fall von Fahrerflucht. Das Opfer sollte eigentlich gegen einen von Hammerheads Leuten aussagen. Die Polizei hat natürlich keinen Verdächtigen gefunden. Herzen rüberschiebt, klingt komisch. Yuri frustriert. Wie kann man so stark sein, als nur ein Handlager von Kingpin? Er hat sich modifiziert. Er ist jetzt ein halber Cyborg. Das einzige Menschliche noch an ihm ist der Kopf. Warum? Darum ist er so stark. Was wollen Sie denn tun? Ich werde das tun, was mein Boss mir aufträgt. Oh nein. Holen Sie zum Schlag gegen Der Bot Yuri ist aus, hat Pierre gerade geschrieben. Anderen Orten. Ich hab den nicht angemacht, weil, weiß ich nicht, mein Rechner mag mich sowieso wieder nicht. Und die Sounds funktionieren leider auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was die Ursache ist, warum die Sounds nicht mehr funktionieren. Weil Pierre hat das ja öfter mal probiert mit den Sounds, aber irgendwie gehen die nicht mehr. Hab vorhin noch mal geschaut, aber... Hab keine Ahnung. Das einzig Menschliche an ihm ist sein Kopf, deshalb ist er dumm. Ja. Wohl wahr. Wohl wahr. Das sehe ich ganz genauso. Was nutzt du für Stream? OBS Studio. Aber mein Windows macht keine Updates, weil ich das abgeschaltet habe bei der Windows. Ich habe noch Windows 7 auf dem alten Rechner. Aber ich krieg da keine Updates mehr, weil ich das da abgeschaltet habe. Am neuen Rechner, weiß ich nicht, ob es da funktioniert. Ich glaube, ich bin fast da. Tja. Bestimmt wahrscheinlich da oben, all diese Sachen. Yuri? Noch ein Bericht und ein Rekorder. Ach da. Ich kann fast nicht zuhören.
Ich erinnere mich daran. Jemand wurde bei einem Unfall durch einen Stromschlag getötet. Und das Opfer kannte Hammerhead. Yuri hat aber keine Hinweise auf ein Verbrechen gefunden. Diese Fallakten werden immer aktueller. Das hier ist erst vor ein paar Wochen passiert. Sie wirken nervös. Ja, naja, wenn der Chief wüsste, dass ich undercover für Sie arbeite. Ich darf meinen Job nicht verlieren. Vielleicht sollte ich diese Atemübungen mal ausprobieren. Na, das ist aber interessant. Keine Angst. Ich werde nichts sagen. Und Sie machen das gut. Sie sehen wirklich aus, als wären Sie vom Fach. Vielen Dank. Glaube ich. Sie glauben, er weiß, dass Sie verkabelt waren? Wenn ja, dann ist er ein verdammt guter Lügner. Er ist ein Magier-Handlanger. Und ein guter Lügner. Aber ob er auch weiß, dass er angelogen wird? Das wird sich morgen herausstellen. Sind Sie sich ganz sicher? Wir erwischen ihn, wenn er versucht, einen Officer zu töten. Dafür bekommt er lebenslänglich. Yuri, was machst du nur? Ich muss sie finden. Sie macht wirklich ziemlich dumme Aktionen hier. Oh je. Das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Hinweis und dann kriegen wir vielleicht eine Nebenaufgabe mit ihr, oder? Es gibt so viele coole Gegner, die machen und haben so wenig reingemacht. Die ist hier, ne? Ich erinnere mich, dass Yuri sagte, dies sei wohl ein Unfalltod gewesen. Lebensmittelvergiftung, glaube ich. Ja. Lebensmittelvergiftung und dann ist man hier. Okay. Hey, Captain. Sind Sie bereit? So bereit wie nie. Ich bin verkabelt und auf dem Weg ins Büro. Schnapp mir nur noch einen Kaffee. Okay. Ich gebe einen aus, wenn es vorbei ist. Darauf freue ich mich, Captain. Yuri wurde suspendiert, aber sie lässt nicht locker. Das verdient wirklich Respekt. Hi, einen großen Kaffee bitte. Hallöchen, Doc. Mit wem haben Sie gerade gesprochen? Oh. Hey. Nein. Oh, warum habe ich mir das angehört? Oh, Scheiße. Er ist tot. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das scheiße ausgehen wird. Oh Mann. Wo ist denn jetzt die Nebenaufgabe? Wartet. Ich warte mal kurz. Anruf von einer unbekannten Nummer. Hallo? Hallo, alter Freund. Yuri? Treff mich an der Ecke Madison und 23. Straße. Wir müssen reden. Halt, warte, Yuri! Mist, sie ist weg. Nach allem, was Yuri erlebt hat, muss es ihr furchtbar gehen. Sie tut nichts ohne einen Grund. Warum hat sie mich also auf diese gruselige Tatort-Tour geschickt? Sie muss eine Spur zu diesem Handlanger haben. Ich freue mich, sie zu sehen. Und ihr zu helfen. Bei was auch immer. Gut. Das war mitten in der Nacht, da war keiner mehr. Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Sowas ist scheiße. Mir geht's besser, hatte eine harte Woche. Das ist schön, dass es dir besser geht. Das ist schön, dass es bei dir wieder ein bisschen nach oben geht. Ja, ich kenne das mit harten Wochen. Kenne ich sehr gut. Und mein Internet hasst mich wieder. Das ist, ja. Das frustriert noch ein bisschen dazu. Ich kann nur so viel sagen, es wird noch mehr Spider-Man-Spiele geben. Und ich werde die alle spielen. Ich werde die alle spielen und alle streamen mit euch. Moment, hui! Was? What? Yuri, was hast du getan? Was zur verfickten Hölle? Das ist der Magier-Handlanger. Tot. Und die Fallakten zu all seinen Opfern. Dieser Typ hat all diese Leute getötet. Aber hat er deshalb verdient zu sterben? Yuri! Ich weiß, was du sagen willst, aber hör mir erst zu. Meistens funktioniert das System. Aber manchmal funktioniert es auch nicht. Und ich kann das nicht akzeptieren. Manche Leute vertrauen auf das Schicksal oder Karma oder was auch immer. Aber ich... Haremlis, genau. Nur mir selbst. Oh du ja. Du kannst niemanden töten, Yuri. Anscheinend schon. Und weißt du was? Es war gut. Nein! Du musst dich stellen. Warum? Ich habe nur für Gerechtigkeit... Nein, das ist keine Gerechtigkeit. Nein. Damit Nein. die Welt wieder ein bisschen mehr im Gleichgewicht ist. Du bist meine Freundin, Yuri. Ich will dich nicht jagen müssen. Tust, was du tun musst. Und ich tue, was ich tun muss. Mach's gut, Spider-Man. Yuri! Was mache ich nur?
Oh je. Ihr eigener Gerechtigkeitskrieg hier, oder was? Sie quält sich schon lange damit. Sie hat ihre Gefühle nie gezeigt. Das muss sie belastet haben. Aber sie ist auch die zäheste und dickköpfigste Person, die ich kenne. Das war sicher ein übler Typ, aber ihn umzubringen, das geht zu weit. Ja, geht es. Sie ist jetzt aber weg. Jetzt kann ich nichts machen. Keine Nebenaufgabe mehr. Inakzeptabel. Ja. Ich finde jetzt auch das inakzeptabel, dass ich hier nichts weiter machen kann. Warum kann ich sie jetzt nicht gefangen nehmen? Also sie suchen und sie stellen lassen. Was sie macht, ist falsch. Sie macht auf eigene Faust Sachen, die sie nicht machen darf. Und sie ist ehrlich gesagt dann auch nicht besser, wenn sie die umbringt. Hast du die Tage vielleicht 5 Minuten für... ja, klar. Natürlich. Mach doch. Alles gut. So, jetzt darf ich zu ihr gehen. So. Ist er gerade ins Wasser gefallen? Ja, ist er. Los, an die Arbeit. Okay. Hui! Wo ist jetzt diese Basis, von der du geredet hast? Jetzt wusstest du, dass Team Ruby an Märchen angelehnt ist? Nein. Dein nicht wirklich. Ist echt cooler als meins. Wow. Die hat krasse Technologie, ne? Leise hat ja ein Gesicht. Ja, sieht man das nicht durch diese Buffs? Buffering-Scheiße. Autsch. Ich muss mal kurz mein Haargummi hier abmachen. Das schnürt mir gerade das ganze Handgelenk. Also ich liebe diese unsichtbare schwimmende Festung. Ich auch. Aber nachdem sie jetzt ganz New York gesehen hat, wird Hammerhead sicher bald hier sein. Da bin ich ganz sicher. Also müssen wir uns beeilen. Ich habe ein Klasse 5 Laser-Array beschafft. Was? Wir müssen es kalibrieren, damit es nicht überhitzt. Glücklicherweise bin ich ein Meister der Kalibrierung. Dann mal los. Oh nein, ich aber nicht. Okay, was zuerst? Und jetzt das Gehäuse einpassen. Bin dabei. Dafür bin ich jetzt gut? Wow, netter Laser. Wow. Gehäuse sitzt. Und fertig. Wir sind nicht fertig. Oh. Wir müssen die Zielfeldantennen zurücksetzen. Na klar. Ah ja. Was? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Verlass den Hangar und navigiere zur Spitze der nahen Transmitter. Okidoki. Okay. Wir sollten über die Hammerhead-Strategie reden. Meinst du nicht? Was gibt es da zu reden? Wir finden ihn und richten den Laser auf seine Kopfplatte. Der Laser erhitzt den Carbonstahl auf kritische Temperatur, was seine Molekularstruktur verändert. Und ihn weich macht. Und ich schlage ihn bewusstlos. So weit, so gut. Aber könnte das nicht sein Gehirn schmelzen? Wenn der Wolf Schafe reißt... Dann wird er vom Schäfer erschossen. Okay, aber vergiss nicht, Schäfer. Niemand wird getötet, okay? Wir können alle Warface auf PS4 spielen. Falls sie eine PS4 hat. Whee! Fertig. Street Fighter macht mich fertig. Wieso denn? Jetzt müssen wir die Ziel- und Leistungspegel testen. Cool. Moment. Ich werde doch nicht beschossen, oder? Noch nicht. Was? Aber du musst diese Ziele starten. Okay. Was heißt hier noch nicht? Da bin ich jetzt nicht mit einverstanden. Ich möchte jetzt hier keinen... Bereit? Oh mein Gott. Bomben los! Getroffen! Los! Noch ein paar mehr. Von mir aus, das macht Spaß! Solange ich nicht getroffen werde. Und es geht weiter. Guter Schuss. Die trifft ja alles. Mondtauben schießen für Militärkräfte? Au, au,
Vielleicht einmal noch, bitte? Ja, tja, in uns allen steckt doch ein Ding. Nochmal, nochmal. Hui! Komm her, wir müssen noch etwas tun. Bin unterwegs. Wir müssen den gyroskopischen Navigationsstabilisator einstellen, um das Licht des Lasers auszugleichen. Aber klar doch. Geh zu dem Terminal und warte, bis ich das System aktiviere. System bereit. Ich mach das. Okay, das müsste gehen. Oh. Läuft nicht so wie geplant. Ihr zwei seid jetzt ein Team? Süß. Aber das wird euch nicht helfen. Sein Kopf ist jetzt auch irgendwie noch Cyborg-mäßiger. Okay, dann tanze ich so lange den Hammerhead-Walzer. Okay, geschafft. Danke, durch dich weiß ich endlich, was ich jahrelang falsch gemacht habe. Um die Stadt zu beherrschen, muss ich mich erneuern, mich entwickeln. Jetzt bin ich erneuert und kann der Boss sein, der ich immer sein wollte. Okay, ist geschafft. Hey, wie geht's bei dir auch? Der Laser ist wieder online. Schmilzt sein Hirn! Ihr wollt mich verletzen? Ha! Nichts kann mich mehr verletzen! Ich will dich eigentlich ganz ausschalten, für immer, aber gut. Seht mich an! Ihr könnt mich nicht töten! Wo kommen die denn jetzt alle her? Ich muss schneller sein! Das ist meine Chance. Das wird euch noch leid tun. Nee, aber... Hallo, Captain. Und kein Was ist noch nötig? Weißt du, wer Respekt verdient? Jemand, der weiß, wann Schluss ist. Starte Bombenabwurf. Verfehlt! Versuch's weiter! Der nächste trifft garantiert! Der hat jetzt auch ein Schutzschild. Ich lass die Bomben los. Wissen Sie! Nimm das! Mein Schild ist zu stark! Ich muss es deaktivieren! Ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ja? Geräte gehen nicht! Yay, Teamwork! Der Technologiesäbel! Zu schade, dass ihr jetzt dich ausschaltet! Bleib auf Distanz! Den Kopf weiter! Guter Tipp! Nice! Achtung! Nicht den Boden berühren! Ja, Schmerzen sind gut. Das heißt, es wirkt. Ihr beide könnt was. Ich gebe euch eine Chance. Macht bei mir mit oder sterbt. Ich hätte dann gern Tor Nummer 3. Kommt her, Jungs. Schild ist unten. Und, ich bin auch gleich tot. Okay, werden wir persönlich. Mann, ist der schnell.
Boah, jetzt geh doch mal tot, Junge. Oder kaputt oder irgendwas. Oh Gott, oh Gott. Mach mal schneller, ich kann nicht mehr. Puh. Meine Fresse. Was? Alter! Terminator. Ihr könnt kostenlos Subnautica herunterladen, wenn ihr einen Epic-Account habt. Das ist der Launcher von... Oh, echt? Subnautica wollte ich auch immer haben. Cool. Danke für die Info. Das hat Spaß gemacht. Alter. Hey. Ich wirklich. Wie wär's mit Abendessen? Ich weiß, wo es gute Pizza gibt. Ich muss zurück nach Symkaria. Stimmt. Du musst in den Krieg ziehen. Ich kämpfe nicht zum Spaß. Ich tue es, um meinem Volk zu helfen. Ich weiß. Dafür sind Helden da. Ich bin keine Heldin. Aber ich habe etwas gelernt. Ach ja? Und was? Wie man Gegnern mit schlechten Witzen entwaffnet. Also das sind gute Witze. Aber Humor ist natürlich subjektiv und... Danke, Spider-Man. Für alles. Keine Umarmung. Ja, klar. Oh Mann. Hey, kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Ich würde schwimmen, aber diesen Flussgeruch kriege ich nie wieder raus. Nö, tut sie nicht. Oder? Hui, geil. Oh Mann. Ende, ja. Ich denke schon. Oh, Stanley. Oh, die haben den hier. Oh, cool. Rest in peace. Oh, wie cool. Die haben den hier reingebracht. Das ist richtig nice. Das ist wirklich sehr, sehr lieb von denen. Bereit? Ich glaube, die Netzschießer sind etwas eng. Man gewöhnt sich dran. Versuch mit mir mitzuhalten. Das war jetzt der Endgegner? Ja, vom DLC, ja. Also von der ganzen DLC-Reihe, ja. Ja. Gut, Hammerhead ist erledigt. Aber seine Leute sind doch noch da. Die Spinnenarbeit endet nie.